Hallo, ich bin Jamu. Ich studiere an der Burg und mein Fachbereich ist Bildhauerei. Ich habe erstes Mal den Workshop gemacht mit den Jugendlichen zusammen. Mein einziges Eindruck ist, dass die Kinder vertrauen mich sehr gut. Also die vertrauen mich komplett und die haben mir gesagt, dass die Spaß von dem Pappmaché-Workshop erhalten. Und ich persönlich, ich bin auch sehr dankbar, dass die freuen sich mit dem Pappmaché-Workshop und die haben ganz viele tolle Werke gemacht. Also ich habe am Anfang ihnen die Materialienfunktionen erzählt, wie benutzen sie die Hasendraht, wie biegen sie das, wie biegen sie die Stahldrahten und wie ist die Holzleim, Zellleim und wir sollen auch einige Schichten Papiere nach dem Drahtenbiegen draufkleben. Also ich habe ihnen auch kein Thema gegeben, sondern ich lasse ihnen frei ihre Werke machen und ich persönlich glaube auch, dass die Kinder, die ihre eigene Meinung haben und also ich würde auch nicht so viel beeinflussen anbieten, sondern ich begleite ihn und ich habe auch die Kinder und Jugendlichen gesagt, dass wenn sie Hilfe brauchen, die können immer sich an mir wenden. Also ich beantworte ihre Fragen sehr gerne. Also ich persönlich finde, dass die haben wirklich sehr gute, ganz gute die haben ganz viel Kreativität und sehr viele schöne Ideen. Also ein Mädchen hat mit ihrer Mama gemeinsam eine Katze gemacht und noch zwei Mädchen, die haben auch gemeinsam Teamarbeit gemacht. Eine macht Sonne und eine macht Mond. Und noch zwei Mädchen, die beide wollen auch gemeinsam Teamarbeit machen. Eine hat Blume gemacht, eine hat Libelle gemacht. Und es gibt auch einige Kinder, die ihr Einzelwerk machen. Und ich bin wirklich sehr stolz auf ihnen, also die brauchen meine Hilfe kaum. Und die können schon sehr gut mit der Materialienfunktion selbstständig arbeiten.